Ja, herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung Vermögen clever außerhalb des Testaments übertragen, Schenkungen für den Todesfall. Vorab ein paar organisatorische Dinge. Sie können gerne in der Menüleiste rechts in den Chat Fragen einstellen, die wir dann gerne im Nachgang entweder per Mail oder auch im Anschluss an den Vortrag beantworten. Und ja, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Sandra Schnur. Ich bin Spezialistin im Bereich Vorsorge Firmenkunden. Als ich das letzte Mal hier im Studio stand, habe ich berichtet, da war ich gerade in den Prüfungsvorbereitungen zum Senior Estate Planner. Den hat der Kollege und ich nun erfolgreich hinter uns gebracht. Das heißt, wir dürfen nun sowohl die private Vorsorge- und Nachfolgeplanung beraten und betreuen, als auch das Thema Unternehmensnachfolge. Ja, und das Thema Vorsorge und Nachfolgeplanung, das hängt einfach ganz eng zusammen, da verzahnt sich ganz vieles. Und in unserem Haus steht eben sowohl ein Team für das eine als auch das andere Thema zur Verfügung. Ein weiterer Hinweis, dieser Vortrag kann natürlich nur auf allgemeingültige Dinge eingehen. Das heißt, er ersetzt im Einzelfall keine steuerrechtliche oder rechtliche Beratung. Ich kann hier nur auf das Angebot hinweisen, einen Termin zu vereinbaren, um ein kostenfreies Erstgespräch zur Generationenberatung zu führen, um Ihre Wünsche und Ihre individuelle Situation gemeinsam zu besprechen. Was steht heute auf unserer To-Do-Liste? Wir werden uns mit dem Thema allgemeine Grundlagen beschäftigen. Also was ist überhaupt eine Schenkung? Was für Freibeträge gibt es? Dann schauen wir uns an, was sind so die Grundlagen der Versicherungsanlage? Denn eine Versicherung wird oftmals genutzt, um eben Schenkungen außerhalb einer testamentarischen Regelung zu übertragen. Da gibt es verschiedene Rollen. Das Thema Steuern spielt auch hier ein Thema. Und ich habe Ihnen Beispiele mitgebracht. Und zum guten Schluss schauen wir uns an, wie hilft Ihnen die Generationenberatung, wenn Sie dieses Thema angehen möchten. Ja, schauen wir uns mal an, Schenkungen in Milliarden Euro historisch gesehen. Also warum sagt man als Mainzer Volksbank, wir beschäftigen uns mit so einem Thema? Weil, das wissen Sie alle, wir sind einfach eine Erbengeneration und das Thema Schenken und Erben vererben, das hat eine große Bewandtnis. Und ich habe hier zwei Statistiken mitgebracht. Sie sehen zum einen das Thema lebzeitige Schenkungen im oberen Feld und Sie sehen zum anderen das Thema Vererbbarkeit. Und dieser orangene Balken, das ist das Thema Steuern. Und immer im Todesfall, also dann, weil ich es nicht geplant habe in der Regel, ich das Testament noch gar nicht verfasst habe oder ich mich auf die gesetzliche Erbfolge verlasse, dann kommt das Thema Erbschaftssteuer zum Tragen. Und wenn ich mich lebzeitig damit beschäftige, dass ich Vermögen an die nächste Generation weitergeben möchte, dann ist das Thema Steuern oft ein untergeordnetes Thema, weil ich eben bewusst es auch in Angriff nehmen kann und planen kann. Und deshalb möchten wir Sie in diesem Thema auch unterstützen. Was sind denn Motive für Schenkungen? Also in Deutschland ist leider Priorität und Motiv Nummer eins für vieles, was wir tun, das Thema Steuern sparen. Da bin ich persönlich kein Freund von, denn eine rein steuerlich getriebene Schenkung, das ist selten gut und selten vielleicht auch im Sinne des Erfinders, denn es sollten andere Dinge im Vordergrund stehen. Also eine Schenkung macht man, um nahestehende Personen zu versorgen und zu unterstützen. Es ist auch ein Riesenthema, um Erbansprüche oder Pflichtteilsansprüche, wenn man es richtig macht, zu reduzieren. Das Thema Streitvermeidung ist in der Generationenberatung ein ganz wichtiges Thema und auch hierfür können Schenkungen gezielt eingesetzt werden. Und es gibt natürlich auch so Dinge, dass man sagt, durch eine Schenkung nehme ich Einfluss auf den Beschenkten, indem ich sage, als Gegenleistung soll der mich pflegen oder gewisse andere Dinge übernehmen. Auch so kann man entsprechend Schenkungsverträge abschließen. Und natürlich gibt es auch eine rechtliche Definition zum Thema Schenkung. Und das heißt, immer dann, wenn jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert und das Ganze erfolgt unentgeltlich, dann ist es eine Schenkung. Und damit eine Schenkung auch wirklich gültig ist, rechtlich gesehen, bedarf es einer notariellen Urkunde. Jetzt wird der ein oder andere schon zucken und denken, ich habe doch letzt meinem Kind per Überweisung was überwiesen, gilt das jetzt nicht? Doch, das gilt, denn dieser Formmangel, so heißt es rechtlich, der wird durch die versprochene Leistung geheilt. Also in dem Moment, wo das Geld bei Ihrem Kind angekommen ist, ist die Schenkung vollzogen und damit auch rechtlich gültig.
Ein ganz spannendes Thema ist das Thema Anzeigepflicht. Also es ist ganz klar geregelt, dass jeder Erwerb vom Erwerber 3 Monaten nach erlangter Kenntnis vom Anfall schriftlich dem Finanzamt anzuzeigen ist. Und zwar nicht dem Finanzamt, bei dem Sie Ihre Einkommensteuererklärung machen, sondern dem Finanzamt, das für die Erbschaftssteuer zuständig ist. Das ist in unserer Region entweder auf der rheinland-pfälzischen Seite Kusel oder Fulda auf der hessischen Seite. Das heißt, dort macht man dann handschriftlich oder es gibt auch Formulare. Da ist tatsächlich in Hessen das Finanzamt sehr vorbildlich. Die haben eine ganz schöne Schenkungsanzeige, die man ausfüllen kann. Und da kann man das entsprechend hinsenden. Und diese Pflicht, die betrifft eben nicht nur den, der schenkt, sondern auch der beschenkt wird. Also man kann jetzt nicht sagen, ach, ich habe gedacht, meine Eltern haben es getan. Nein, wenn der eine es nicht tut, ist der andere dazu verpflichtet. Und immer dann, wenn es um Immobiliengeschäfte geht, also Übertragung von Immobilienvermögen, oder dann, wenn Sie einen notariellen Schenkungsvertrag unterzeichnen, dann fällt diese Pflicht weg, denn dann übernimmt die Anzeigepflicht der Notar. Das ist ein heikles Thema und meine Kunden lächeln da so immer und sagen, naja, was das Finanzamt nicht weiß. Da kann ich nur sagen und jedem empfehlen, je offener man mit diesem Thema umgeht, umso besser. Denn die Zeiten, dass das Finanzamt etwas nicht mitbekommt, die sind längst vorbei. Und es ist einfach so, dass auch eine Schenkung innerhalb eines Freibetrags ja keine Steuer auslöst. Aber die Pflicht besteht trotzdem, denn das Finanzamt sagt, ja, nach 20 mal 20.000 geschenkt, dann sind es halt auch 400.000 Euro. Also auch Freibeträge können sich ja durch eine Vielfalt von Schenkungen entsprechend summieren. Und da wollen wir schon wissen, was da passiert. Und gerade im Todesfall kommt es schon auch vor, dass das Finanzamt schaut, was ist so die letzten 10 Jahre passiert. Oder auch, wenn Sie ein Depot übertragen bekommen und haben auf einmal Dividenden in einer gewissen Höhe und das hatten Sie jahrelang nicht, dann kann das Finanzamt da schon drauf kommen und sagen, wo kommt denn das Depot auf einmal her? Deswegen da offen mit umgehen und eine Schenkungsanzeige machen, das ist in der Regel immer der beste Weg. Und wann sollte man was melden? Also es gibt ja gewisse Freibeträge, die sowohl im Todesfall als auch im Lebensfall gelten. Und dann sehen wir, es gibt Schenkungen unter Ehegatten, das sind 500.000 Euro. Wenn Sie Ihren Kindern was schenken, dann sind es 400.000 Euro pro Person. Also wenn Sie jetzt verheiratet sind, haben 2 Kinder gemeinsam, dann kann jeder von Ihnen 400.000 ans Kind verschenken. Das heißt, Sie können insgesamt 1,6 Millionen Euro steuerfrei an die nächste Generation weiterbringen. Die Kinder lebender Kinder, das sind die Enkel, das könnte man auch einfacher ausdrucken, die haben auch 200.000 Euro und das ist, finde ich, ein schöner Freibetrag, den man nutzen kann, denn oftmals haben die eigenen Kinder, die stehen schon mitten im Leben und haben ja auch sich selbst schon was aufgebaut und dann sind diese Freibeträge für die Enkel sehr interessant gerade und das werden wir im Nachgang uns anschauen, wenn man das so stricken kann, dass sie das erst zu einem gewissen Alter bekommen, weil man sagt, man will ja nicht, dass sie mit 10 Jahren da schon ein Vermögen auf dem Konto stehen haben. Ja, und ganz unten in der Liste, da gehöre ich auch dazu, das sind alle anderen Personen, zum Beispiel der Lebensgefährte. Also wir haben eben ein Erb- und Steuerrecht, das ist schon sehr alt. Und dieses Thema Patchwork oder wir leben seit 30 Jahren gemeinsam in einer gemeinsamen Immobilie, das interessiert das Finanzamt, was das Thema Erbschaft und Schenkungssteuer angeht, recht wenig. Also deswegen da mein Appell an alle, jetzt nicht unbedingt zum Standesrand rennen zu müssen, aber man sollte zumindest sich mal Gedanken machen, wenn man gemeinsame Immobilien und Vermögenswerte hat, was es da für Möglichkeiten gibt, um eben diese 20.000 Euro Freibetrag, die ja sehr, sehr schnell ausgeschöpft sind, vielleicht zu optimieren. Und wenn man beim Thema Freibetrag ist, dann kommt man auch ganz schnell auf das Thema Steuern und auch hier gibt es eine entsprechende Tabelle. Und dann sieht man eben auch Steuerklasse 3, das sind wieder die alle Unverheirateten, die sind halt schon mal gleich mit 30% mindestens dabei. Also deswegen Augen auf und vielleicht mal informieren. Und was ich auch ganz spannend finde, Sie sehen hier die einzelnen Steuersätze und die Schritte. Und da gibt es eine Stufe bis 600.000 Euro und die nächste Stufe ist bis 6 Millionen. Dann lachen die Kunden immer und dann denke ich, ja, überlegen Sie mal, Sie haben hier ein Haus in Mainz, haben vielleicht noch irgendwo eine kleine vermietete Eigentumswohnung und wie schnell sind wir denn in der heutigen Zeit bei Vermögenswerten über 600.000 Euro? Das heißt, diese 19% Steuern, die haben wir viel öfters,
dastehen, als wir das glauben. Ja, damit haben wir uns die Grundlagen und so die Grundidee mal angeguckt. Warum beschäftigen wir heute uns mit diesem Thema? Und wir gehen jetzt in das Thema Versicherungsanlage und schauen uns da auch die einzelnen Rollen und Vertragspartner an. Und das ist schon ein eher trockenes Thema. Ich habe Ihnen daher mal ein Bild mitgebracht, was uns jetzt auch den weiteren Vortrag begleiten wird, um es einfach so einfach und bildlich wie möglich Ihnen zu zeigen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit einem Paket. Wir haben hier eine Oma, die möchte ihrem Enkelkind etwas zukommen lassen. Das heißt, sie packt ein Paket und packt all das hinein, was der Enkel bekommen soll. Die Oma, die nimmt einen Bleistift und schreibt den Namen des Enkels drauf und wenn sie möchte, schreibt sie auch ein Datum drauf. Aber mit Bleistift, denn sie kann jederzeit hingehen und den Namen wegradieren, weil der Enkel vielleicht doch gerade sich nicht so entwickelt, wie sie sich das vorgestellt hat und schreibt dann lieber ja, das Patenkind stattdessen drauf oder die Tochter. Das heißt, solange da nur mit Bleistift was draufgeschrieben ist, kann die Oma jederzeit da was ändern. Die Oma kann auch, solange das Paket bei ihr steht, jederzeit was dazu packen. Sie kann aber auch was herausnehmen, wenn sie es selbst für sich braucht und gar nicht verschenken kann. Das heißt, dieses Paket ist total flexibel. Und wenn jetzt die Oma verstirbt, dann gibt es zwei Varianten. Die eine Variante, das ist so die gängigste, die kennen wir alle. Das Paket wird fest verschnürt, mit Edding wird der Name des Enkels draufgeschrieben und der Enkel bekommt das Paket zugestellt mit lieben Gruß der Oma. Hat die Oma jetzt aber auch ein Datum draufgeschrieben, dann wird dieses Datum ebenfalls mit Edding nachgezogen und das Paket geht auf Reisen und es wandert so lange herum, bis dieser Tag kommt. Das heißt, es kann sein, der Enkel war 5, als die Oma verstorben ist und zum 25. Geburtstag wird das Paket zugestellt mit lieben Grüßen von der Oma. Das heißt, wir haben hier Möglichkeiten, über den Tod hinaus zu steuern, wann Geschenke, wann Dinge entsprechend weitergegeben werden sollen. Und dieses Paket, das gucken wir uns jetzt mal an, was bedeutet das denn im Vertragsrecht? Also bei einer Versicherung haben wir immer verschiedene Vertragspartner. Das ist zum einen der Versicherungsnehmer. In unserem Beispiel war das die Oma. Das ist die, die Chef im Ring ist. Die kann, solange sie lebt, entscheiden, wer wird draufgeschrieben, wird er mit Edding draufgeschrieben oder wird er nur mit Bleistift draufgeschrieben und soll es noch ein Datum dazu geben. Dann gibt es eine versicherte Person. Das ist die, die die Rahmenbedingungen stellt und gewisse Ereignisse lösen dann auch die Versicherung aus. Also Beispiel bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung und die versicherte Person wird berufsunfähig, dann wird dann eine Leistung gezahlt. Verstirbt die versicherte Person und es ist eine Todesfallleistung hinterlegt, dann wird entsprechend das ganze Geld ausgezahlt. Also die versicherte Person, die steuert solche Dinge. Dann gibt es einen Beitragszahler. Das ist oft, wenn Sie von Ihren eigenen Verträgen kennen, der Vertragspartner. Also in unserem Beispiel auch, die Oma, die hat den Vertrag gemacht und die Oma zahlt den auch. Aber die Oma könnte den Vertrag auch abschließen. Vertragsnehmer ist die Tochter und sie bezahlt es. Dann schenkt sie quasi ihrer Tochter dieses Geld und das hat auch entsprechend Konsequenzen. Ja, dann haben wir das Thema bezugsberechtigt im Todesfall. Das kann natürlich nicht die versicherte Person sein, weil die ist dann tot. Das ist dann entweder der Versicherungsnehmer, wenn es eine abweichende Person war, oder eine Person, die bestimmt wurde. In unserem Beispiel war das eben das Enkelkind, was mit dem Tod oder zu einem gewissen Datum etwas bekommen soll. Und das, was hier immer als Sezession steht, das ist immer dann, wenn Sie ein Darlehen haben und schließen für dieses Darlehen eine Versicherung ab, damit eine Zahlung erfolgt, um das Darlehen zurückzahlen zu können, dann wird natürlich erstmal das Darlehen bedient und erst danach gehen Zahlungen an andere Personen. Das heißt, da hat die Bank dann so ihre Hand drüber und entsprechend fließen dann die Zahlungen. Ja, und so ein Bezugsrecht, auch dafür gibt es eine Definition. Also es ist so, dass man jederzeit als Versicherungsnehmer berechtigt ist, eine bestimmte Person als Bezugsberechtigten zu hinterlegen. Und das kann man widerruflich tun. Das heißt, erst mit Eintritt des Versicherungsfalls wird derjenige wirklich auch berechtigt an der Leistung. Also zum Beispiel im Todesfall, erst mit Tod der Oma bekommt der Enkel das Geld. Vorher hat er da keine Rechte dran.
Ich kann es aber auch unwiderruflich tun. Und dann ist es so, dass in dem Moment, wo der Enkel benannt wird, er auch schon den Anspruch auf die Leistung später hat. Und das kann man dann nicht mehr ändern. Das heißt, oftmals wird mit widerruflichen Bezugsrechten gearbeitet, um einfach die Handlungsfähigkeit noch zu gewährleisten oder um sicherzustellen, dass ich da noch Entscheidungen treffen kann. Wenn ich aber sicher gehen möchte, dass da keiner querkommt, dass es später keine Streitigkeiten gibt, dann kann ich sowas als unwiderrufliches Recht machen, dann ist es mit diesem Tag festgesurrt. Und das ist eben auch der Knackpunkt, weshalb man überlegen sollte, welche Variante ist für mich die passende. Denn es ist wie bei allen Verträgen, wenn ich versterbe, dann werden meine Erben entsprechend mein Rechtsnachfolger. Und wenn da jetzt in meinem Vertrag eine völlig fremde Person steht und die Erben sagen, wir wollen aber nicht, dass die das Geld bekommt, dann kommt es halt drauf an, wer schneller ist. Die Erben mit ihrem Widerruf, weil das Recht haben sie, oder die Versicherung, die dem Kunden mitteilt, hier, du bekommst Geld ausgezahlt. Das heißt, bei gewissen Konstellationen und Familiensituationen macht es Sinn, entweder mit einem unwiderruflichen Recht zu arbeiten oder eben eine testamentarische Lösung vorzuziehen. Aber das sind Dinge, die besprechen wir eben im Rahmen einer Generationenberatung. Und da hören wir ja auch, wie ist die Familiensituation? Und dann kann man eben abwägen, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil der einen oder anderen Variante. Ja, gucken wir uns das nochmal ein bisschen an. Was für Varianten gibt es denn? Also ich sage, ich mache einen Vertrag, ich bin der Versicherungsnehmer und gleichzeitig die versicherte Person. Dann kann ich den Vertrag natürlich für mich selbst nutzen. Also solange ich lebe, ist es mein Geld und ich kann entscheiden, was ich damit tue. Und diese eigene Nutzung in diesem sogenannten Versicherungsmantel, die hat Vorteile, denn wir haben im Vergleich zu klassischen Sparanlagen nicht das Thema, dass wir Abgeltungssteuer auf jeden Ertrag zahlen müssen, sondern solange die Geldanlage läuft und kein Geld herausgezogen wird, haben wir einen Zinseszinseffekt und das Thema Abgeltungssteuer kommt nicht zum Tragen. Es wird erst dann versteuert, wenn entsprechend Gelder aus der Anlage herangezogen werden und auch hier gibt es Besonderheiten, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und wenn wir eine Versicherung haben, die das Ganze auf eine Wertpapierbasis stützt, also wir haben Fonds hinterlegt, dann ist es sogar so, dass wir steuerfrei bis zu viermal im Jahr die Anlagestrategie ändern können, ohne Kosten, also anders als in einem klassischen Wertpapierdepot, wo man Verkaufskosten eventuell hat oder neue Ausgabeaufschläge, das kommt hier nicht zum Tragen und man löst auch keine Steuer aus, weil eben solange der Vertrag an sich besteht, der Vertrag als Bestand weiter gilt und nicht steuerlich aufgelöst. Und hier mal ein Beispiel dazu. Also da gibt es eine sogenannte 1262-Regel. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ein Startkapital von 100.000 Euro und zum Verfügungstag sind 200.000 drin. Das heißt, es gibt einen schönen Wertzuwachs von 100.000 Euro. Was passiert? Im Versicherungsmantel heißt es, wenn 1262 erfüllt ist, also der Vertrag mindestens 12 Jahre gelaufen ist und der Verfügende das 62. Lebensjahr erreicht hat, dann werden die Hälfte aller Erträge mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. In unserem Beispiel sind die Hälfte der Erträge 50.000 Euro. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, der Steuersatz, das sind 25%, der kann natürlich auch deutlich höher sein. Das wären in dem Beispiel 12.500 Euro. Das heißt, nach Abzug der Kapitalertragssteuer kommen 187.500 zur Auszahlung. Wenn ich das mal vergleiche mit einer klassischen Geldanlage, da wäre es ja so, wir haben einen Ertrag von 100.000 Euro. Darauf müssen 25%, bitte entschuldigen Sie, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Die kommen natürlich auch noch oben drauf. Aber sagen wir jetzt mal, 25% Abgeltungssteuer wären 25.000 Euro. Das heißt, wir hätten eine Auszahlung von 175.000 Euro. Und das zeigt schon mal, dass diese 1262-Regel, die es nur noch in dieser Versicherungsanlage derzeit steuerlich anzurechnen gilt, gar nicht uninteressant sein kann. So, damit haben wir uns das Thema eigene Nutzung angeguckt. Aber, und das ist ja heute eigentlich unser Hauptthema, wir reden ja auch über Schenkungen. Und ich kann so einen Vertrag auch lebzeitig verschenken. Das heißt, ich kann sagen, okay, vor Vertragsende, ich nehme jetzt das Geld, was im Vertrag ist, und ich schenke das meiner Tochter. Dann
macht man einen sogenannten Versicherungsnehmerwechsel. Und das, was an diesem Tag in der Police ist, das geht an die nächste Generation weiter. Es wird keine Abgeltungssteuer ausgelöst, sondern das Einzige, was wir berücksichtigen müssen, das ist dieser persönliche Freibetrag, den wir uns angeguckt haben. Das heißt, an die Tochter wären das 400.000 Euro. Also wenn in ihrer Versicherung 50.000 Euro drin sind, dann gehen die steuerfrei an die Tochter über. Dann wären vom Freibetrag 50.000 Euro aufgebraucht und sie hätten in den nächsten 10 Jahren noch 350.000 zur Verfügung. Und man nennt es dann Überkreuzregelung, weil praktisch aus einer klassischen Vertragsgestaltung Versicherungsnehmer gleich versicherte Person wird eben Versicherungsnehmer ungleich versicherte Person. Und sowas kann man dann auch teilweise machen. Da gibt es also die tollsten Konstruktionen und auf die Spitze getrieben bedeutet das, die Oma könnte sagen, ja, so ganz hergeben will ich es jetzt auch nicht. Ich möchte zumindest, dass ohne meine Zustimmung mein Enkelkind mit dem Vertrag nichts machen kann. Und dann könnte man 99% des Vertrages an die Enkelin übertragen und 1% behält die Oma. Und mit diesem 1%, da ist die so richtig Chef im Ring, denn ohne Zustimmung von ihr läuft gar nichts. Also die Versicherung sagt nicht, naja, 99% gehören ja schon dem Enkel. Nein, beide müssen gleichzeitig und einvernehmlich entsprechend regeln. Das heißt, möchte die Enkelin Geld haben, dann geht es nur mit Unterschrift der Oma. Einziger Nachteil an der Geschichte, das BGB spricht hier von einer Bruchteilsgemeinschaft. Wenn die Enkelin entsprechend, ich sage jetzt mal, sich einen Anwalt sucht und vor Gericht gehen würde, könnte sie ihre 99% erstreiten. Aber das ist ja die Frage, geht es so weit oder ist nicht einfach diese 99-1%-Regelung schon etwas, wo man zumindest mal sagen kann, hier guck, du bekommst Geld, aber ich will da schon ein bisschen die Hand drüber haben. Wir haben uns diese Staffeln eben angeguckt nach den Freibeträgen, also wie viel Prozent Steuern fallen da an, haben schon mal festgestellt, alle, die nicht verheiratet sind, haben schon mal gleich die 30% mindestens. Und diese Steuerstufen, mit denen kann man ja auch arbeiten. Also manchmal gibt es einfach Fälle, wenn Sie ein großes Immobilienvermögen haben, dann werden Sie das Thema Erbschaftssteuer nicht komplett vermeiden können. Aber Sie können mit dem Thema Schenkungssteuer spielen und können sagen, okay, wir haben hier einen Kunden, der hat 1 Million Vermögen. Und der geht jetzt hin und schenkt lebzeitig schon mal 400.000 Euro, 1 Million an sein Kind. Dann wären, oder er schenkt es nicht, es ist einfach so, er verstirbt und das Kind erbt die 1 Million. Dann hätten wir ja einen steuerpflichtigen Erwerb von 600.000 Euro, einen Steuersatz von 15%. Das heißt, es wären 90.000 Euro Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer, die abfließen und es bleiben 910.000 Euro. Die Variante 2 wäre, dass genau der gleiche Kunde lebzeitig sich überlegt, okay, ich gebe meinem Kind jetzt schon Geld, nicht die Million, weil ich brauche ja selbst auch noch was, ich gebe ihm aber schon mal 500.000. Das ist trotzdem mehr als der Freibetrag, denn er muss ja 100.000 versteuern, aber eben nicht mit 15%, sondern nur mit 11%. Das heißt, nach Steuern bleiben 489.000 Euro beim Kind. Und im zweiten Schritt, entweder 10 Jahre später durch eine weitere Schenkung oder dann durch eine testamentarische Regelung, dann bekommt das Kind die weiteren 500.000 Euro. Das heißt, im Endeffekt sind beide Schritte identisch. 1 Million wechseln den Besitzer. Aber in der zweiten Variante haben wir eben eine Steuerpflicht zweimal von 11.000 Euro. Das heißt, insgesamt zahlt das Kind 22.000 Euro und keine 90.000 Euro. Und das sind Dinge, die kann man bewusst nutzen. Aber da möchte ich auch schon einen Hinweis geben. Wichtig ist immer, ich kann nur dann schenken, wenn ich es mir leisten kann. Also viele Kunden haben immer den Ansatz, ich muss jetzt gleich alles übertragen, damit meine Kinder nicht so viel Erbschaftssteuer zahlen. A, sollte man erst mal schauen, was fällt überhaupt an Erbschaftssteuer an. Und dann kann man immer noch schauen, ist vielleicht so eine schrittweise Schenkung eine Möglichkeit, denn man weiß ja leider nie, was mal kommt. Es kann ja auch das Thema Krankheit noch kommen, das Thema Pflege, das ist sicherlich etwas, was viele von Ihnen vielleicht auch im Verwandten- oder Bekanntenkreis schon erlebt haben. Das kann ganz schön viel Geld kosten und da kann ich auch nachvollziehen, wenn man sagt, dafür möchte ich entsprechend eigene Reserven haben. Ja, und im nächsten Schritt gucken wir uns jetzt an, was passiert im Todesfall. Also im Todesfall in der Vertragsgestaltung Versicherungsnehmer gleich versicherte Person. Auch hier
ein Zahlenbeispiel. Wir haben eine Einzahlung von 100.000 Euro. Das Kapital zum Todestag sind diesmal auch wieder 200.000. Das heißt, wir haben wieder unseren Wertzuwachs von 100.000 Euro. Jetzt ist es so, dass 200.000 Euro ausgezahlt werden, ohne dass 1 Cent Abgeltungssteuer fließt. Denn wir haben hier eine Todesfallleistung. Das Einzige, was an Steuern kommen kann, das ist das Thema Erbschaft oder Schenkungssteuer, wenn wir über den Freibetrag drüber kommen. Also wenn Sie 200.000 Euro Ihrem Lebensgefährten zukommen lassen, der hat 20.000 frei, dann fällt natürlich Steuer an. Wenn Sie das Ganze aber Ihrem Kind zukommen lassen mit einem Freibetrag von 400.000 und Sie hatten in den letzten 10 Jahren keine weitere Schenkung, dann wäre das komplett steuerfrei. Und hier mal im Vergleich dazu, ist nämlich auch sehr beliebt, dass man sagt, naja, ich habe halt eine Anlage im Depot und die übertrage ich dann oder die soll mein Kind zum Todeszeitpunkt bekommen. Und wir haben jetzt mal völliger gleicher Verlauf, 100.000 Einzahlungen, 200.000 Vermögen zum Todestag. Durch die Übertragung des Depots wird ja nichts veräußert, das Depot bleibt weiter bestehen. Jetzt sagt das Kind aber, ja, ich brauche das Geld, ja. Das heißt, die Wertpapiere werden verkauft und dann löst dieser Wertpapierverkauf Steuer aus, nämlich Abgeltungssteuer. Und die 200.000 Euro werden dann von 25% plus Soli plus Kirchensteuer geschmälert und statt der 200.000 bleiben 175.000 Euro beim Kind hängen. Das heißt, auch hier zu überlegen, habe ich alles im Wertpapierdepot, mache ich wirklich Verträge zugunsten Dritter oder ist nicht vielleicht auch für die ein oder andere Variante ein Wertpapier im Versicherungsmantel für mich eine gute Lösung, um Vermögen an meine Kinder weiterzugeben? Das sollte man einfach mal überdenken. Es gibt bei dieser Vertragsgestaltung noch 2 Besonderheiten, die schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Das ist zum einen das Thema Term Fix und das andere ist das Thema abweichende versicherte Person. Term Fix, was ist es denn? Also bleiben wir bei unserem Paket. Die Oma, die hat ja ein Päckchen geschnürt und zwar zum 2. Geburtstag ihres Enkelkinds. Und die hat da drauf geschrieben mit Bleistift, dass das Enkelkind zum 25. Geburtstag das Päckchen bekommen soll. Jetzt passiert Folgendes, das ist die Phase 1, die Oma lebt noch, die könnte jederzeit sagen, das Enkel bekommt es nicht, die kann jederzeit sagen, ich hätte gern das Geld, dann greift diese 1262-Regel und leider passiert es dann, die Oma verstirbt und im 6. Jahr haben wir 140.000 Euro im Vertrag. Das haben wir ja mitbekommen, ein Enkelkind hat einen schönen Freibetrag von 200.000 Euro, der ist hier also nicht ausgeschöpft. Das heißt, es wird keine Erbschaftssteuerpflicht resultieren und wir haben keine Abgeltungssteuer, denn der Vertrag besteht ja weiter. Es beginnt die 2. Phase. Das heißt, unser Paket geht weiter auf Reisen. Wir haben in der Regel dann auch eine neue Person, zum Beispiel nicht das Enkelkind, sondern die Tochter oder der Sohn, die dann auch noch Anlageentscheidungen treffen kann, weil wir wollen ja, dass dieser Vertrag auch noch wirklich gut die nächsten Jahre entsprechend weiter besteht. Und dann zum 25. Geburtstag, dann wird der Vertrag fällig. In unserem Beispiel sind da 260.000 Euro mittlerweile angesammelt und die werden ohne Abzug von Kapitalertragssteuer und ohne Abzug von Erbschaftssteuer, denn die Grenze Erbschaftssteuer wird bereits zum Todestag angeschaut und nicht erst bei Auszahlung. Das heißt, der Enkel bekommt 260.000 Euro völlig steuerfrei ausgezahlt und man hat hier eine ganz tolle Variante, wie man auch Wertpapiervermögen ganz bewusst an die übernächste Generation bringen kann und wo man sagen kann, ich nutze Wertpapieranlagen und habe noch einen steuerlichen Vorteil, weil ich das Thema Abgeltungssteuer hier in diesem Beispiel nicht habe. Ja, und dann gibt es noch das Beispiel über Kreuz. Das heißt, die Oma, die ist zwar Vertragsnehmer, aber versicherte Person wird gleich die Tochter oder der Enkel. Das machen wir auch immer dann, wenn man sagt, hier so eine Versicherungslösung, das finde ich eigentlich total toll. Das ist für mich genau auch die richtige Anlageart oder Vorsorgeart. Aber aufgrund meines Alters passt es nicht mehr von der Laufzeit. Und dann nehmen wir die nächste Generation mit schon ins Boot, weil ja Chef im Ring immer der Vertragsnehmer ist und die versicherte Person zwar ihr Alter zur Verfügung stellt, aber keine Rechte und keine Pflichten an dem Vertrag hat. Das heißt, damit kann man eine schöne Vertragsgestaltung machen, um wirklich im Sinne des Anlegers auch lange Laufzeiten noch nutzen zu können.
Und natürlich kann der Anleger das Ganze für sich selbst nutzen. Also das haben wir uns ja angeschaut. Wir haben einen steuerfreien Vermögensaufbau, weil keine Abgeltungssteuer. Wir haben auch hier dieses 1262-Verfahren. Ich kann später sagen, ich hätte gerne Rentenleistung, um meine eigene Rente ein bisschen aufzupolstern. Und ich kann auch sagen, ich verschenke das Ganze. Also das sind alles Möglichkeiten, die habe ich sowohl bei der einen als auch bei der anderen Variante. Der große Unterschied kommt immer dann, wenn der Todesfall da ist. Denn hier muss man jetzt aufpassen. Wir haben jetzt eine Konstellation. Wenn die versicherte Person stirbt, endet der Vertrag ja nicht, weil der Vertragsnehmer ist ja eine andere Person. Das heißt, der Vertrag bei Tod der versicherten Person endet das Ganze. Ich als Vertragsnehmer habe da immer mein Geld eingezahlt und ich bekomme nun steuerfrei mein eigenes Geld zurück. Das heißt, es wird weder nach Freigrenzen für Erbschaft und Schenkungssteuer geschaut, noch das Thema Abgeltungssteuer kommt zum Tragen. Das werden Sie wahrscheinlich auch kennen, wenn Sie Risikolebensversicherungen abschließen als Absicherung für ein Darlehen. Da macht man ganz oft diese Überkreuzkonstellation und ich finde auch, es gehört eigentlich zum Handwerkszeug eines jeden guten Beraters, darauf einen Kunden hinzuweisen, weil, wenn man verheiratet ist, es eine gute Möglichkeit ist, den Freibetrag zu schonen und für alle, die nicht verheiratet sind, ist eigentlich elementar wichtig ist, so eine Überkreuzregelung zu haben, weil 20.000 Euro Freibetrag, die sind ganz schnell ausgeschöpft und hier habe ich die Möglichkeit, meinem Lebensgefährten größere Summen auch steuerfrei zur Verfügung zu stellen, um entsprechend Darlehen zu tilgen oder andere Dinge zu gewährleisten. Und dann, wenn der Versicherungsnehmer stirbt, dann ist der Vertrag natürlich nicht zu Ende, denn unsere versicherte Person, also die, die ihr Leben und ihr Geburtsdatum zur Verfügung gestellt hat, die lebt ja noch. Und die kann dann entscheiden, möchte sie den Vertrag weiter nutzen oder wird der Vertrag dann aufgelöst. Also man kann bestimmen, dass dann die versicherte Person diesen Vertrag einfach fortführt und kann auch das ganz bewusst nutzen, indem ich als Elternteil heute anfange, was zu besparen, um ganz bewusst im Laufe der Jahre irgendwann zu sagen, jetzt bekommt mein Kind eine Schenkung, jetzt bekommt es den Vertrag und wenn es eben schon versicherte Person war, dann kann der Vertrag auch noch viele, viele Jahre weiter genutzt werden. Also auch hier mal ein Beispiel in Zahlen. Wir haben wieder unsere 100.000 Euro. Wir haben ein Kapital zum Todestag von 200.000 Euro. Wir haben wieder einen Wertzuwachs von 100.000 Euro. Wenn jetzt die versicherte Person verstirbt, werden 200.000 Euro ausgezahlt an den Begünstigten im Todesfall. Das war in unserem Beispiel der Versicherungsnehmer. Der bekommt sein eigenes Geld zurück und muss daher auch keine Freibeträge berücksichtigen. Das heißt, keine Schenkungssteuer, keine Kapitalertragssteuer. Und wenn der Versicherungsnehmer verstirbt, kommt es erstmal nicht zu einer Auszahlung, denn die versicherte Person wird neuer Versicherungsnehmer in unserem Beispiel und die führt den Vertrag einfach fort. Es gibt einen Policenwert von 200.000 Euro und je nach Verwandtschaftsgrad haben wir entsprechend die Freibeträge zu berücksichtigen, aber selbst das Enkelkind oder die Kinder würden diesen Wert steuerfrei übernehmen, wenn es keine anderen Schenkungen gibt. Ja, jetzt haben wir viel über Versicherungen gesprochen. Natürlich kann man solche Dinge auch anders regeln. Einen kleinen Exkurs ins Thema Testament. Also natürlich kann man auch über ein Testament bestimmen, wer etwas bekommen soll. Da gibt es zum einen das Thema Vermächtnis. Das ist ein schuldrechtlicher Anspruch an etwas. Was sehr in die Mode gekommen ist, ist das Thema Supervermächtnis. Das bedeutet, dass ich mich nicht festlegen muss, welcher Betrag und ich muss mich nicht festlegen, zu welchem Zeitpunkt ich etwas weitergebe. Das sind also spannende Geschichten, die man da in der Generationenberatung auch nutzen kann. Es gibt das Thema Teilungsanordnungen. Das ist letztendlich eine Empfehlung an die Erben, wer soll was bekommen, um dann auch das Thema Streit zu vermeiden, sondern ganz klar vorzugeben, der eine bekommt die Kuckucksuhren, der andere bekommt den Picasso an der Wand. Dann gibt es das Thema Testamentsvollstreckung. Ist immer dann auch wichtig, wenn es zum Beispiel minderjährige Erben gibt und ich sage, ja, die sollen das schon bekommen, aber bis zu einem gewissen Alter. Und da ist oftmals nicht das 18. Lebensjahr das Richtige. Wir reden da so von der wirtschaftlichen Reife. Und oftmals findet man heute in Testamenten, dass geregelt wird, bis zum 25. Lebensjahr soll der Erziehungsberechtigte oder die Tante, weil die ist Bankerin, die soll eine Testamentsvollstreckung übernehmen und soll das Ganze regeln bis zu dem
Alter und dann kann das Kind entsprechend über sein eigenes Erbe weiter auch entscheiden. Oder ganz klar, ich schreibe einfach, ja, Alleinerbe soll mein Mann werden, dann ist das eine klare Erbeinsetzung. Beim Vermächtnis muss man immer noch ein bisschen drauf achten, da gibt es Besonderheiten. Also wenn ich zum Beispiel sage, es soll jemand 10.000 Euro bekommen, jetzt bin ich aber dummerweise die Treppe runtergefallen, war jahrelang im Pflegeheim und sind gar keine 10.000 Euro mehr da, dann geht dieser Anspruch ins Leere, weil ich kann ja nicht etwas verlangen, was gar nicht mehr da ist. Blöd wird es, wenn ich sage, es sollen so viel Prozent vom Vermögen weitergegeben werden. Denn das bedeutet eventuell, dass Erben Häuser, Immobilien, andere Dinge veräußern müssen, um diesem Vermächtnis nachzukommen. Denn so viel Prozent vom Vermögen, da ist es völlig egal, ob das Vermögen liquide ist oder ob es eben in Stein besteht. Und bei einem Gegenstand, da ist es auch relativ einfach, also wenn die Kuckucksuhr halt nicht mehr da ist, dann kann die Kuckucksuhr auch keiner bekommen, dann habe ich da auch keinen Anspruch und habe auch nicht den Anspruch auf einen Ausgleichswert. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ein Testament wichtig sein kann, in gewissen Familienkonstellationen besonders wichtig, aber es ist halt immer auch eine Kosten- und eine Fehlerquelle. Also wo ich von abrate, ist über Google sich selbst Formulierungen zusammenzusuchen und dann zu sagen, das wird schon schief gehen, weil man halt doch, ich sag mal, der Teufel steckt im Detail und einzelne Formulierungen und Worte haben gerade im Thema Testament ihre Bedeutung und dann sollte man zumindest jemanden drüber schauen lassen. Und wenn ich halt ein Testament notariell gemacht habe und ich möchte etwas ändern, dann habe ich dieselben Gebühren wieder, die zum Tragen kommen wie bei der Erstverfassung. Das heißt, wenn ich ein Testament notariell mache, dann sollte ich auch mir bewusst sein, was ich da tue. Und da sind wir dann auch gleich beim nächsten Thema. Da kann es definitiv nicht schaden, mal jemand Dritten über ihre finanzielle und über ihre Familiensituation drüber schauen zu lassen und zu gucken, braucht man denn ein notarielles Testament? Reicht vielleicht ein handschriftliches Testament oder was sollte denn entsprechend auch da drin stehen, damit wirklich Ihre Wünsche zum Tragen kommen? Ja, also wir haben uns die allgemeinen Grundlagen angeschaut, sowohl der Schenkungsfreibeträge und der Definition, haben uns mit dem Thema Versicherungsanlage beschäftigt und natürlich, wir bieten es an, deswegen müssen wir auch drüber sprechen, das Thema Generationenberatung. Wie kann Ihnen das bei diesem Thema helfen? Es ist einfach so, dass wir dafür da sind, Fehler zu beheben oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das heißt, wir schauen, was ist überhaupt der Wert Ihres Nachlasses und welche Regelung trifft denn überhaupt Ihre Wünsche? Und manchmal muss man auch unterscheiden, da sind emotionale Wünsche und die finanziellen Dinge einfach anders. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist nicht immer nur wichtig, etwas steuerfrei weiterzugeben, sondern manchmal ist es auch wichtig, im eigenen Haus noch der Herr zu sein und selbst entscheiden zu können, ob eine neue Heizung eingebaut wird. Weil wenn man die schon ans Kind verschenkt hat, dann entscheidet man das halt nicht mehr selbst. Also es sind alles Dinge, wo man gucken muss, jede Regelung hat Vor- und Nachteile. Wir schauen uns an, an wen soll denn später mal Vermögen übertragen werden? Macht es Sinn, das vielleicht auch schon vorzuziehen und lebzeitig zu übertragen? Gibt es da steueroptimierte Möglichkeiten? Was bedeutet das für meine eigene Versorgung, wenn ich Gelder weggebe? Und wie kann ich es übertragen? Mache ich das durch eine Versicherungslösung? Mache ich das durch eine testamentarische Regelung, zum Beispiel ein Vermächtnis? Auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und Ihre Wünsche und Ziele, die stehen im Mittelpunkt und es gilt einfach herauszufinden, wie kann ich das vermachen? Mache ich es über ein Testament? Mache ich das über eine Versicherungsanlage? Will ich damit ein Liquiditätsrisiko absichern? Also möchte ich einfach sicherstellen, dass im Todesfall ein gewisses Kapital für die Hinterbliebenen da ist? Ist es mir wichtig, dass Geld erst zu einem gewissen Zeitpunkt übertragen wird und nicht in meinem zum Todeszeitpunkt, also dieses Thema erst zum 25. Lebensjahr. Ich kann solche Anlagen machen, weil ich sagen will, ich möchte die Steuervorteile nutzen. Es wird ganz oft auch im Bereich des Tilgungsersatzes genutzt, wo ich sage, ich habe ein Darlehen und ich spare, statt in das Darlehen zu tilgen, mir einen Ersatz an, den ich dann später auch flexibel verwenden kann, wenn ich das Darlehen aus anderen Mitteln zurückzahlen kann. Und natürlich ist eine Versicherungslösung immer auch
das Mittel Nummer eins, um meine eigene Versorgung im Alter auch darzustellen. Und diese Dinge, die schauen wir uns gemeinsam an und können dann auch entscheiden, ja, wie sollten dann die einzelnen Rollen aussehen, wer sollte bezugsberechtigt sein, wie mache ich das Ganze? Und da steht unser Angebot, einen Termin zu vereinbaren über sowohl digital als auch über die Filiale, nämlich das Erstgespräch, das ja kostenfrei ist. Und um Ihnen weiter da auch mehr Informationen zukommen zu lassen, haben wir alle zwei Monate ja auch unsere Online-Vorträge. Ja, was machen wir da bei der Generationenberatung? Also Nachfolgeplanung heißt halt, dass ich über den Tellerrand hinausschaue. Das heißt, ich schaue halt nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen an, also ein Testament, die Vollmachten und wie der Vertrag gestaltet sein soll, sondern man schaut auch, was hat es für steuerliche Konsequenzen, Thema Schenkung und Erbschaftssteuer. Und man muss sich einfach bewusst sein, alles, was Sie beim Notar oder mit einem Rechtsanwalt regeln, hat auch Auswirkungen in finanzieller Hinsicht. Das heißt, es hat alles wirtschaftliche Konsequenzen, die man vorher beachtet haben sollte. Und da ist es gut, jemanden an der Hand zu haben, der mit Ihnen gemeinsam sich alle drei Bereiche anschaut und schaut, wie tun diese Rädchen am besten miteinander arbeiten und wie ist das Ergebnis so, wie ich es mir persönlich wünsche. Ja, und das ist auch der Mehrwert der Generationenberatung. Ich finde, nirgendwo trifft dieser Satz, das gute Gefühl, an alles gedacht zu haben, mehr zu als im Thema Generationenberatung. Es geht darum, Streit zu vermeiden, Dinge ganz klar zu regeln, solange ich sie regeln kann. Und auch ist eins ganz klar, wenn man mit uns über das Thema Nachfolgeplanung spricht, ich habe noch keinen Kunden gehabt, der am nächsten Tag tot vom Stuhl gefallen ist. Also nur, weil man das Thema in Angriff nimmt, heißt es nicht, dass es nicht mehr umkehrbar ist, ich nicht mehr Einfluss nehmen kann. Aber je früher man sich damit beschäftigt und gerade in gewissen Familienkonstellationen, unverheiratet, Patchwork, da macht es doch einfach Sinn, mal einen Blick drauf zu werfen, ob die gesetzliche Erbfolge das ist, was Sie sich vorstellen. Ja, und wer steht Ihnen da zur Seite? Ich habe zwei Kollegen, das ist zum einen der Christian Spengler und der Christian Fassauer, der auch seit Anfang des Jahres sich jetzt Senior Estate Planner nennen darf, also mit mir auch gemeinsam die Prüfung bestanden hat und beide stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben die Kollegin, die Astrid Eller, die die ganze Terminkoordination übernimmt und wenn da Fragen sind, dann wenden Sie sich gerne an uns, schreiben Sie uns eine E-Mail. Und wenn Sie sagen, nee, das hat mich jetzt überzeugt, ich würde gerne einen Termin vereinbaren, dann können Sie das auch online tun. Wir haben dieses Online-Terminvereinbarung, wo Sie das Themenfeld Generationenberatung auswählen können und dann entsprechend mit uns gezielten Termin abzustimmen und zu vereinbaren. Der Termin kann bei Ihnen zu Hause stattfinden oder in der Filiale, so wie es für Sie am sinnvollsten und am praktischsten ist. Ja, damit bin ich auch am Schluss des heutigen Abends. Also wir haben uns viele Dinge angeschaut. Natürlich das Thema Versicherungsvertragsrollen ist etwas trocken. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Päckchen etwas geholfen hat, nachzuvollziehen, was der Sinn und Zweck dieser einzelnen Regelungen ist. Und wenn Fragen bestehen, ich gucke gerade mal die Kollegen an, dann würden wir die jetzt noch beantworten. Ansonsten haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zukommen zu lassen und wir stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und freue mich auf das nächste Mal. Machen Sie es gut. Bis dann.